Herzlich willkommen zur neuen Folge. Das ist die Folge 250 von CC2TV. Und wenn Sie jetzt denken, es wird hier ein großes Fest gefeiert. Nein, wir sind doch digital Vermurkste. Wir feiern bei 256, da gibt es etwas Besonderes. Wenn wir dann das 9. Bit einschalten müssen, dann kommt auch hier eine, naja, etwas andere. Der eine oder andere würde vielleicht sagen, vermurkste Sendung. Aber das ist ein gewollter Murks. So, den Murks, den wir jetzt machen, naja, ich habe mal so eins meiner Lieblingswerkzeuge mitgebracht, eine Wasserwaage. Gut, ich weiß zwar, wie viel Wasser wiegt, aber hiermit kann man ja messen, ob etwas im Lot ist. Und wie man das misst, wie man das macht und wie man das heute macht und wie der ganze Kram funktioniert, das will ich Ihnen nachher zeigen. Zuerst tue ich mein Spezialwerkzeug mal zur Seite und bitte darum an alle die Urheberrechtsverletzer bei YouTube, lasst es sein, es reicht so langsam. Jeden Tag muss ich Urheberrechtsmeldungen schreiben und jetzt fangen sogar noch Leute an und beschweren sich, dass ich sie bei YouTube gemeldet habe, weil sie meine Videos, die mit Spendengeldern von den Zuschauern produziert worden und wo wir Arbeit und sowas reingestellt haben, die geklaut haben und auf ihren eigenen YouTube-Kanal gestellt haben. Sag mal, tickt ihr eigentlich noch sauber? Das ist geistiger Diebstahl, das ist Urheberrechtsverletzung. Und sich danach zu beschweren, naja, gut, okay, machen wir was Schöneres. Ich setze mich mal hin. Ja, Computer. Computer sind ja was Feines. Man kann eine ganze Menge damit machen. Auf meinem Dattelphone, also das sogenannte Smartphone, was ja gar nicht so klug ist, aber was ein Universalgerät ist, kann ich jede Menge Applikationen laden, Tausende oder gar Millionen. So, und wenn ich mir aber jetzt ansehen möchte, welche dieser Applikationen ich haben möchte, muss ich immer auf meinem kleinen Ding da irgendwo. Das ist nicht so schön. Außerdem gibt es mittlerweile Applikationen, die auf einem Desktop-Rechner möglicherweise laufen könnten, aber es gibt keine für den Desktop, für meinen Club-Computer, für meinen, was weiß ich auch immer. Und da gibt es eine Abhilfe. Simon Feist hat ein Programm entwickelt, mit dem man auf einem Linux-System die Android-Applikationen laufen lassen kann. So. Es ist kein Emulator, muss ich gleich dazu sagen, sondern hier wird, ach, ich erkläre es Ihnen anders, passen Sie auf, wenn wir uns das auf dem Bildschirm ansehen, vielleicht weiß der eine oder andere, was eine virtuelle Maschine ist. Da gibt es für Linux unterschiedliche. Worauf wir hier im Moment abzielen, das ist LXC, Linux, erster und letzter Buchstabe, und C für Container. So, und ich gucke mal, ob ich das hier wiederfinde, was ich hier vorbereitet habe. Das war nun genau der verkehrte. So, aber da gehen wir einfach mal dahin. Da haben wir LXC bei Ubuntu Users. Da finden wir eine Beschreibung dazu, wie das geht, wie man das installiert und so weiter. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass LXC als solches braucht man nicht mehr installieren, weil es ab der Kernel-Version 2.6.31, die ist in Ubuntu 9.1.0 drin, ab da ist es schon im System. Man muss es also nicht mehr nachinstallieren. Nur die Bedienoberfläche, die muss man noch nachinstallieren, wenn man es benutzen will. Also ein uraltes Linux. So. Und diese virtuellen Maschinen, das sind im Grunde genommen Container, die auf das Betriebssystem Linux aufgesetzt werden und in diesem Betriebssystem so tun, als seien sie der Kernel. Ich kann also nahezu beliebig viele, so viel wie mein Speicher und meine Rechenkapazität hergibt, davon laufen lassen. So, der Vorteil ist, die sind abgeschirmt voneinander. Der eine Container kann nicht in den anderen spucken. Und der kann auch nicht das Betriebssystem, was unten drunter läuft, irgendwie abschießen. Die kommunizieren über Pipes und Daemons und was weiß ich nicht alles. Aber der Container selbst ist sicher. So, und diesen Container, den hat der Simon genommen. Und da wurde dann, das habe ich auch irgendwo hier vorgelegt, wenn ich es denn finde, dann zeige ich es mal. So, das sehen wir uns jetzt mal an
und zwar auf GitHub. Wenn ich jetzt von virtueller Maschine gesprochen habe, LXC kann einen kompletten Kernel simulieren im Grunde genommen. Aber das wird hierbei nicht genutzt. Es ist also keine komplette virtuelle Maschine, die wir hierfür benutzen. Aber ist was für Spezialisten. Schauen wir uns das auf dem Bildschirm an. Auf GitHub haben wir hier die Möglichkeit, uns anzusehen, die Sachen zu laden, komplett alles, was dazugehört. Wir müssen es anschließend aber dann selbst kompilieren. So, hier stehen aber jede Menge Informationen drin, was genutzt wird, wie es genutzt wird, was man damit machen kann und so weiter. Also Hintergrundinformationen für denjenigen, der sich damit näher beschäftigen will. Für die Leute, die sagen, so wie ich, so einfach wie möglich, gibt es eine andere Möglichkeit. Und zwar will ich Ihnen die auch zeigen und auf Snap. Und zwar haben wir hier eine Installationsanleitung und das finden Sie unter unbox.io. Da können Sie dann in die Anleitung reinschauen. Und dieses Unbox, das ist im Grunde genommen Android in einer Box. So ist der Name auch entstanden. So, und das ist zusammengepackt in ein Paket. Und wenn Sie das herunterladen, da ist im Grunde genommen alles soweit drin. Das installiert sich im Prinzip automatisch. Man muss nur wenige Handgriffe noch dazufügen und dann hat man die Geschichte. Hier gibt es auch noch einige Erklärungen, die sind vielleicht nicht ganz so umfangreich wie das, was wir auf GitHub haben, aber für diese, wir haben es eben sogar gesehen, na, Install Unbox Snap, da ist also der Container dann, wo alles drin ist, damit es laufen kann. So, Uninstall, so also weit sind wir noch nicht. Also, viel erzählt, wie sieht es denn aus? Nun, ich habe es anschließend, jetzt gehen wir mal auf eine andere Arbeitsfläche, damit wir da sauber sind. Ich habe es anschließend in meinem Linux. Wir laufen ja noch ganz originär auf Linux, da bleiben wir ja auch. So, wenn ich ihn starte, das kann ich jetzt hier ganz normal. Ich habe ihn unter Sonstige, Unbox. Und da ist es. Das wird Ihnen jetzt bekannt vorkommen. Hier sind auch schon einige Applikationen, die werden gleich mitgeliefert. Die sind gleich von vornherein da. Wir können uns jetzt einfach mal hier ansehen, die Einstellungen zum Beispiel. Ja, das kommt Ihnen sicherlich auch bekannt vor. Ich schiebe mal hier hoch. Da ist alles das drauf mit Bildlaufleiste und so weiter, was Sie sonst auch haben. Wir können also hier auch nach unten scrollen und so. Es ist im Grunde genommen ein richtiges Android, was in dem LXC-Container, den Sie ja gar nicht merken, auf ihrer Linux-Oberfläche, Ubuntu-Oberfläche läuft. Man muss sagen, bei älteren Ubuntus gibt es einige Probleme. Das ist der einzige Rechner, den ich habe, auf dem das läuft. Bisher lief es nicht, sonst hätte ich es schon vorher mal gezeigt. So, gucken wir uns einfach mal weiter an. Einen umgekehrten polnischen Notationsrechner, einfach, aber geschmacklos. Hier kann ich also jetzt, was weiß ich was, irgendwas eingeben und Enter und Minus und, also ist ja noch ein trivial so ein Rechner. Aber ich will ja nur zeigen, es funktioniert. Und ich kann genauso gut natürlich auch jede andere Applikation hier aufrufen. Aber Sie sehen, wir haben mehrere Fenster. Das ist der Unterschied, das ist auch der Vorteil. Sie können also mehrere Applikationen gleichzeitig parallel laufen lassen, die sich nicht beeinflussen, weil sie in unterschiedlichen Welten leben, könnte man sagen. So, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal hier diesen T-Edit. So, und da gucken wir uns mal an, was haben wir hier? Android Music, Movies oder was weiß ich was. Ist ja eigentlich auch egal. So. Und jetzt gehen wir hier in das zweite, da in das Blatt. Da hatte ich daneben geklickt. So, jetzt habe ich also eine neue Textdatei begründet. Und dann kann ich hier normal meine Texte eingeben. Was auch immer ich hier. Jetzt muss ich mir überlegen, während ich rede, was ich schreiben will, will ich nicht. Also, man sieht, es läuft. Es funktioniert.
problemlos, es funktioniert schnell. Selbstverständlich kann ich auch irgendwelche Sachen herunterladen. Ich schiebe das Fenster einfach mal hier ein bisschen zur Seite. F-Droid, das ist das, was Google bietet mit Google Store oder Play Store oder wie das Ding heißt. Nur hier wird es von einer Gemeinschaft geprüft, was hier hineinkommt. Und wenn irgendwelche Anwendungen dabei sind, wie Firefox zum Beispiel, die nicht ganz freie Sachen haben oder irgendeine Werbung enthalten, wird man hier gewarnt, dass man es gar nicht erst laden muss. Also das ist eine sichere Geschichte. So, und jetzt kann ich also hier ja irgendwas mir aussuchen und kann es dann laden. Hier funktioniert jetzt zum Beispiel die Leiste nicht, aber das ist ja kein Problem. Ich kann ja auch in die Suche gehen oder in die Übersicht gehen oder in die Einstellungen gehen, was auch immer. Irgendwelche Anwendungen laden in diese eine Box, das heißt in diese Schachtel, und das läuft. Eine Möglichkeit zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwelche merkwürdigen Lichtschalter, die Sie mit Google oder mit Amazon Quasselbüchsen bedienen. Und dafür gibt es aber nur Applikationen, die nur auf dem Telefon laufen. Und die können Sie nicht von Ihrem Rechner aus bedienen. Wenn Sie also einen Linux-Rechner haben und installieren Unbox, haben Sie die Möglichkeit, diese Applikation von den Chinesen runterzuladen. Die können auch nicht auf Ihren Rechner zugreifen und können sie dann in einer solchen Box bedienen. Also eine Möglichkeit, viele Dinge zu machen, die bisher auf dem Telefon oder auf dem Tablet so einfach nicht möglich waren. Und man muss nicht immer mit dem Telefon rumlaufen, wenn man, was weiß ich, wo im Haus ist oder draußen. Na gut, draußen hat man sowieso. Also ein real gewordenes Gedankenexperiment, dass man auf dem normalen Linux-Rechner, auf einem modernen Linux-Rechner, solche Anwendungen, die normal nur für Telefon gedacht sind, mittlerweile laufen lassen kann. Eine schöne Anwendung, die einfach nur Spaß macht. Und selbst wenn man nur damit rumspielt und gar keine praktische Anwendung hat, ist es immer noch schön. Ich denke, schauen Sie sich das an. Sie haben sich das gemerkt, denke ich mir, hoffe ich mir. Ich gucke nochmal, ich zeige es Ihnen einfach nochmal, wo Sie das herbekommen. Da, also die URL unbox.io, und von da aus finden Sie dann natürlich Unbox und die Anleitung und haben die Möglichkeit dann auch über die Links die Sachen zu laden für Ihren Rechner. Nur, es läuft nur auf neueren Systemen und nicht auf alten Systemen. Das war's. Noch was? Nee, hier nicht. Jetzt gucke ich mir mal an, was ich da drüben mitgebracht habe. Das weiße, nee, das gelbe Rohr da zum Beispiel. Gelbes Rohr, ja. Ja, wollte ich Ihnen einfach mal zeigen. Ist vielleicht ein bisschen schmutzig, aber ich gebrauche ab und zu auch mal Werkzeuge. So, Wasserwaage. Was ist denn daran so interessant? Vielleicht sollten wir einfach mal überlegen, wie ist es denn dazu gekommen? Früher, unsere Urahnen, die haben, wenn sie irgendwas nivellieren wollten, einen Graben gezogen, zum Beispiel um Platz, wo sie eine Burg hinnageln wollten, haben Wasser reingefüllt und konnten dann gucken, ob das Gelände eben war und haben das dann eingeebnet, dass der Wasserstand überall gleich hoch war. Das war eigentlich so einer der ersten Wasserwaagen. Ein Senklot, das kennt ja eigentlich auch jemand, der so ein Ding runterhängen lässt, damit wir wissen, wo die Mitte ist. Und dann konnte man so mit dem rechten Winkel. Alles ziemlich kompliziert. Man macht es ja heute mit einer Wasserwaage. Und diese Wasserwaagen, na, wie funktionieren die Wasserwaagen denn? Hat jemand eine Vorstellung? Ich nehme mal hier meine kleine Mini-Wasserwaage. Wenn wir uns die hier ansehen, da sehen Sie die Blase wandern, Röhrchen drin, die sind leicht gebogen. Und da Luft leichter ist als Wasser, geht die an die höchste Stelle. Und daneben, die andere ist dann 90 Grad gedreht. Die kann ich in höchstens, ja, so, na, geht auch nicht so richtig. So zeigen. Das ist natürlich jetzt kein hochpräzises Messinstrument. Dazu ist er einfach viel zu klein und die Auflage ist auch nicht so richtig. Aber zur Not würde es ja gehen. Nur der Weg dahin und noch weiter, der ging über verschiedene Stufen.
Ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob man es noch besitzen darf. Ja, ich besitze es ja noch zu Demonstrationszwecken. Und zwar haben wir ganz, ganz früher, vor 50 Jahren oder sowas, Modelle gebastelt. Und wenn es darum ging, festzustellen, in welcher Lage die sind, ob die stehen oder umgefallen sind oder sowas, da haben wir sowas hier genommen. Quecksilberschalter. Gucken Sie sich das an, Quecksilber. Das ist ein Metall, welches flüssig ist bei Raumtemperatur, und da es metallisch ist, leitet es auch Strom. So, und jetzt sind da zwei Kontakte dran. So, und wenn ich jetzt die Quecksilberblase auf die beiden Kontakte buxiere, und Sie gucken sich hier das Ohmmeter an, angeschlossen ist es ja. So, dann sagt er mir, ja, er sagt mir natürlich Ohm, hatte ja vollkommen recht, ich mache es ja erstmal. So, jetzt sagt er, er hat Millivolt gesagt. So, jetzt können wir es sehen. Also 0L, das heißt, der ist außerhalb seines Bereiches. Und jetzt geht er runter und sagt 0, irgendwas Ohm. Quecksilber hat also hier auch einen geringen Widerstand. So, und kippt das Röhrchen jetzt, geht er wieder auf unendlich und jetzt wieder runter. Quecksilber benutzt man seit vielen Jahren nicht mehr, weil wenn dieses Röhrchen kaputt geht, müssten wir den Raum evakuieren. Das ist giftig, die giftigen Dämpfe daraus. Aber lange Zeit hat man sich keine Gedanken darüber gemacht. Sie kennen vielleicht noch, wenn Sie ein paar Jahre älter sind, beim Arzt diese Blutdruckmessgeräte, die haben ja auch eine Quecksilbersäule da drin gehabt. Ist schon fast ewig her, aber die sind ausgerottet. So, also auch damit hat man mal so irgendetwas probiert und irgendetwas versucht zu messen. Wie messen wir denn das überhaupt? Wenn ich mir jetzt mal so eine Wasserwaage ansehe, so hier, das ist jetzt schon ein, ja, sagen wir mal, relativ teures Teil. Die kann man sogar einschalten. So. Und jetzt zeigt sie mir an die Lage. Zeigt mir sogar an, auf welcher Seite ich hoch oder runter gehen müsste, um auf Null zu kommen, das heißt waagerecht zu sein. Und jetzt sind wir recht genau. Ich habe sogar noch die Möglichkeit, hier einen Ton einzuschalten. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich waagerecht bin, jetzt bin ich da drüber, dann piepst er mich auch an. Also in Ecken, dunklen Ecken, sowas funktioniert das recht gut. Jetzt ist das natürlich ein relativ großes Teil. Innen drin, jetzt piepst er die ganze Zeit weiter, sei ruhig. Innen drin ist aber Elektronik. Welche Elektronik? Haben Sie sich das schon mal angesehen? Hier. So sieht dieses Teil aus. Dieser kleine Chip da drauf, den können Sie nicht erkennen. Deswegen habe ich mal ein Bild gemacht, ein Foto gemacht, was Sie jetzt einblenden. Und da können Sie erkennen, diesen Chip, so ein 16-Beiner, der hat einen I²-Sivus und der zeigt mir an, wie die Lage im Raum ist. Wie kann er das denn? Wie kann so ein Chip so etwas machen? Es ist ganz einfach. Er hat in drei Richtungen Sensoren. Die Sensoren, die sind in Silizium geätzt. Das ist also fest. Das ist wie so eine Gabel und ein Pin in der Mitte. So, und wenn ich jetzt das drehe, dann wird er sich ganz, ganz wenig zu dieser Seite neigen, weil die Erdanziehungskraft da ist. Und wenn ich es auf die andere Seite drehe, dann wird er sich dahin neigen. Das kann man erkennen, das wird als Kapazität gemessen. Denn umso näher dieser Pin an den Rändern ist, umso größer ist die Kapazität. So, und jetzt hat man nicht nur einen, sondern aus Fertigungstoleranzen, um die rauszuholen, hat man mehrere für eine Richtung. Jetzt hat man einen in dieser Richtung, einen in dieser Richtung und einen in dieser Richtung. Also alle drei Hauptrichtungen, die wir haben. So, und dann geht die große Rechnerei los. Jetzt muss man natürlich noch mal eins wissen. Diese Dinger, die reagieren ja auf Beschleunigung.
Eigentlich sind es ja Accelerometer, also Beschleunigungsmesssysteme. Immer wenn ich beschleunige, wird aufgrund der Masseträgheit, bewegt sich diese Zunge irgendwo hin. Wenn ich das jetzt aber ganz ruhig hier auf dem Tisch liegen lasse, dann misst er trotzdem etwas. Warum? Ich behaupte, der liegt gar nicht ruhig. Ich zeige es Ihnen mal auf dem Tablet. Ich nehme mal hier, SatStat ist eins der Programme, die auch, wenn sie ausentwickelt sind, seit 2 Jahren keine Updates mehr bekommen haben, immer noch eins der besten ist. So, jetzt zeigt sie mir hier erstmal, wie viele Satelliten wir hier im Studio bekommen. Und jetzt gehe ich hier auf diese Anzeige. Da sehen wir oben links die Summe der G-Kräfte. G, ein G ist 9, wir sagen 9,81, festgelegt ist es auf 9,80665 Meter pro Sekunde zum Quadrat, glaube ich. Und jetzt wackelt er da ein bisschen rum. Das liegt in der Elektronik, in Ungenauigkeiten, in leichten Erschütterungen, aber auch im Rauschen, die von dem Signal kommen und die ja dann, das muss ja dann umgewandelt werden. Aber wir sehen, wir haben GX, das heißt in X-Richtung die Bewegung, die ist nahezu null, in Y-Richtung, die ist nahezu null und in Z-Richtung bewegt sich das Tablet mit 9,8 oder 9,9 Meter pro Sekunden Quadrat. Sie haben es nicht geglaubt, dass sich der kleine Chip bewegt, aber das Tablet behauptet das Gleiche, das bewegt sich auch. Weil das Erdmagnetfeld, das nicht das Magnetfeld, Entschuldigung, die Gravitation, die zieht von unten an diesem Sensor und das ist eine Beschleunigung, die hier gemessen wird. Das heißt, obwohl das für uns scheinbar in Ruhe ist, ist es dennoch für die Elektronik in Bewegung. So, jetzt werde ich es mal weiter bewegen, wenn wir oben links hingucken. Ich werde es jetzt einfach mal kippen und da sehen Sie, ja, das Tablet hat auch gemerkt, dass gekippt worden ist, aufgrund dieses Sensors. Und da sieht man oben dann, dass sich die Werte geändert haben. GY hat sich geändert. Und wenn ich es jetzt mal diagonal stelle, da können Sie sehen, da ändert sich auch noch GX. Also, wie funktioniert das nun? Das ist ganz einfach. Dadurch, dass jetzt in diese drei Richtungen die Sensoren sind, der eine Sensor, der die Beschleunigung zur Erde mitbekommen hat, ist klar. Und die anderen beiden Richtungen, wenn die schräg gestellt werden, dann teilt sich die Kraft natürlich vektoriell auf. Das kann ich umrechnen, muss ich ein bisschen Integralrechnung machen, können die kleinen Chips im Grunde genommen oder irgendein angeschlossener Rechner. Und es geht. Man kann auch eine andere Anwendung starten, die das dann grafisch aufbereitet. Ich habe zum Beispiel hier so einen Sensor. Readout. So, und da können Sie sehen, wie die Bewegung des Tablets bzw. des Sensors im Tablet ist. So, und wenn ich es jetzt hochstelle, dann können Sie sehen, was sich ändert und wenn ich es drehe und so weiter. Also sehr genau, hochpräzise. So, und das hat dazu geführt, dass diese ganz preiswerten Sensoren, die hier in dem Tablet drin sind, dass sie zum Beispiel auch in so etwas Einzug gehalten haben. Das ist ebenfalls eine Wasserwaage, die, ich stelle sie mal hin, relativ genau funktioniert. Leider hat man da hinten eine Nachkommastelle, Hundertstelstelle. Die ist natürlich Quatsch. So genau kann das Teil nicht messen. Ich habe es mal versucht rauszubekommen. Also 0,1 Grad, das schafft er gerade noch. Und wenn wir jetzt wissen wollen, was hier drin steckt, habe ich natürlich auch, ja, muss natürlich zu härteren Waffen greifen, auch schon aufgemacht und mal reingesehen. Da ist ein etwas anderer Chip drin, aber von der gleichen Sache. Es gibt nämlich unendlich viele dieser Chips. Diese Beschleunigungssensoren in allen Flugmodellen sind die drin und so weiter. So, und wenn wir jetzt hier reinsehen, da können wir sehen, der kleinste Chip da oben, der,
Das ist der für die Beschleunigungsaufnehmer in drei Richtungen. Der Hersteller gibt an irgendwas in neun Richtungen. Ich habe es nicht verstanden, was der Quatsch soll. Aber okay. In der Mitte, da ist ein kleiner Prozessor, der rechnet den ganzen Kram um. Und das große Teil ist nur für die Display-Geschichte, damit diese Siebensegmentanzeige, diese LC-Anzeige da auch richtig funktioniert. Also kein Geheimnis. So etwas bekommt man. Naja, je nachdem wie und wo, teilweise für unter 20 Euro. Und jetzt geht es nicht zu. Egal. Und das kann man natürlich dann auf eine bekannte Latte, Aluleiste, sonst was stellen, um auch größere Flächen messen zu können. Oder in die Hosentasche stecken. Man kann es auch eichen. Jetzt habe ich hier irgendwas schief gemacht. Wenn ich das dann auf Null setzen will, dann kalibrieren, dann macht er das in der Regel auch. Ja, ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwo Zero. Die Taste für Zero setzen. Er will nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich irgendwo rangekommen. Ich muss jetzt mal Stromversorgung wegnehmen und neu starten und dann läuft er wieder. Macht er dann, wenn man ihn in den Bauch guckt. Und natürlich kann man dann auch den Sensor im Smartphone oder im Tablet benutzen, um eine solche Wasserwaage zu simulieren. Hier habe ich jetzt eine, die steht jetzt irgendwie, ja, man kann es sehen, XY-Richtung. Wenn ich sie aufrecht stelle, dann kann ich auch erkennen, dass ich damit die Lage im Raum darstellen kann. Jetzt müsste er gleich merken, dass er umkippen muss. Normal macht er das. Nö, macht er jetzt nicht. Ah, so, jetzt. So, und dann habe ich also auch die Möglichkeit festzustellen, jetzt haben wir das Bild, so, ob ich jetzt gerade stehe oder ob ich irgendwo schief stehe, im Auto, im Wohnmobil oder wo auch immer. Manche Leute sind ja empfindlich, da muss alles ganz gerade sein. Also, gleiche Geschichte. Die Technik schafft es also mit nur einer einzigen Kraft, nämlich der Erdanziehung, auszurechnen, wie ich mich im Raum orientiert habe. Ob ich schief stehe, ob ich gerade stehe, ob ich nach vorne oder hinten geneigt bin. Das sehen Sie zum Beispiel an diesen Segway-Geschichten und an Rollern und sonst was, die diese Technologie ganz genauso benutzen. Eine wahnsinnige Entwicklung, wenn man überlegt, dass es irgendwann mal mit dem Senklot und einer Wasserwaage angefangen hat und mittlerweile mit so einem winzigen kleinen Chip geendet hat. So, ohne Messer gehe ich nicht. Aber jetzt sind wir am Ende. Übrigens, diese kleinen Chips hier, die sind in aller Regel kompatibel für Arduino oder auch für einen Raspberry. Die kann man einfach anschließen, I²C auslesen und dann können Sie das in alle Ihre eigenen Anwendungen einbauen. In Koptern zum Beispiel sind die auch drin. Ich denke, war mal ein bisschen eine interessante Information darüber, wie diese kleinen Geräte eigentlich wissen, wie sie im Raum orientiert sind. Hat nichts mit Magnetfeld zu tun. So, kommen wir ans Ende. Das hat auch nichts mit Magnetfeld zu tun. Ich habe heute mal in mein Lager geguckt, weil der Frühling, der hat ja so ein bisschen Probleme. Der kommt nicht so richtig aus dem Pötten. Und habe gedacht, so, wenn ich jetzt rausgehe und das pieselt wieder wie Sau, dann nehme ich mir meinen Schirm mit. Und wer keinen Schirm hat, der sollte einfach mal in den Shop gucken. Da gibt es einen Schirm. Und dann noch jemand, der geht morgen ins Krankenhaus und wünscht dort jemandem gute Besserung. Natürlich Bitti mit dem gute Besserung Hemdchen. Muss sein, macht ein bisschen Mut. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die dafür sorgen, dass wir hier weitermachen können. Bitte nochmal darum, keine Spende mehr auf die DKB. So langsam drehen die durch. Werde ich im Audiocast mal erzählen, was mir da wieder passiert ist. Aber irgendwo ist es für mich nicht mehr nachvollziehbar. Also bitte nur auf das neue Konto auf der Homepage CC2TV. Da steht die Kontonummer. Dann bedanke ich mich schon mal, wenn Sie jetzt noch vorhaben, etwas zu spenden, für die nächste oder übernächste Sendung und sage bis zum nächsten Mal.
immer ein Bit oder ein Bitti der Gesundheit, wenn es übrig behalten und tschüss.